Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich ein Video bringen. Ich habe nur den Einspieler vergessen, darum mache ich das jetzt noch. Mal wieder was mit Harz und zwar ein kleines Experiment. Das heißt mit transparenten Farben und Alkoholinks. Dazu möchte ich auch gleichzeitig noch diesen Effektblaster mal ausprobieren. Wir schauen, wie es wird. Es wird ein bisschen blumenartig, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ich denke mal, ist gar nicht so schlecht geworden. Dann lasst uns starten und bleibt gesund. So, das Board ist 30 auf 30 cm, also Gesso, Malplatte. Ich habe hier weiß deckend und habe jetzt hier noch, und zwar, jetzt muss ich schauen, transparent pink, rotviolett, das ist sonnengelb und türkis. Das ist so weg. Das sind transparente Farben. Ihr seht es vielleicht auch ein bisschen. Okay, oh, mein Weiß etwas umgekippt. Weil ich möchte ja noch etwas ausprobieren, und zwar mit diesen Alkoholinks. Darum auch transparent. Ah, komm her, geh auf. Ihr seht hier, ich habe hier noch einiges an Alkoholinks. Und mir ist das letztes Mal schon aufgefallen, dass es gute Effekte gibt. Und darum möchte ich das jetzt nochmal ausprobieren. Jetzt suche ich nur, und zwar dieser Effektblaster. Ich versuche jetzt einfach mal, ob das bei transparenten Farben auch funktioniert. Ich habe keine Ahnung, habe es noch nicht probiert. Das testen wir jetzt. Da kommt kleiner. Du, 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 du. Oh mein Gott, jetzt kommt es. Eins, zwei. Ich mache so überall einen Tropfen rein. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Wir schauen, wie das auch mit dem Zusammenspiel dann wirkt. Mit den Alkoholinks etwas umrühren. So, nehme ich erstmal Weiß als Grundschicht. Einmal hier, einmal hier. Das. Scheint schon gut zu wirken. Brauchen wir hier noch. Ich lasse mal ein bisschen übrig, weil jetzt versuchen wir das mal zu schwenken. Wenn wir das so auseinanderziehen. Gefällt mir noch nicht so ganz.
Mir ist hier zu wenig. Jetzt probiere ich was mit dem Föhn. So, jetzt haben wir das ganz schön dreckig gemacht, wenn man so sieht. Gut, und jetzt teste ich mal mit den Alkoholinks. Tropfe die einfach nochmal rein. Was passt noch dazu? Raspberry. Das ist eine schöne Farbe. Oh ja, komm. Chrism, ganz dunkles. Pitch Black. Komm, wir machen es extrem. Ups. Warte mal, ich habe hier irgendwo noch Gold. Ne, Copper. Copper können wir auch machen. Weil dieses legt sich anders. Okay. Bin ich mal gespannt. Und zwar habe ich hier noch ein bisschen Alkohol. Alkohol 99,9%. Spaß muss sein. Irgendwo hat ich noch Gold, wenn ich mich nicht täusche. Sunshine Yellow. Mach mich nicht schwach. Find's nicht. Die geht schwer auf. Ups. Aber nicht schlimm. Where's my gold? Okay Leute, ich finde es Gold nicht. Machen wir es ohne Gold, egal. Alles wieder rein. Ich verpuste es jetzt mal, was passiert. Verpusten ist nicht so schön, aber es gibt schöne Zellen.
Jetzt versuchen wir das einfach mal laufen zu lassen. Und zwar jetzt extrem laufen lassen. Come on. Also ich lasse es quasi wie im Acrylgießen laufen. Und ich habe hier Gott sei Dank noch ein bisschen Weiß. Damit man diesem noch ein bisschen helfen kann. Wie gesagt, nicht so auskratzen. So läuft es doch schon viel besser. Ja, ich glaube, da ist etwas zu wenig Farbe. Ich wollte jetzt das Bild aber nicht mehr verändern großartig. Ja, fast etwas zu wenig Harz. Dann füllen wir es einfach ein bisschen auf. Nicht so tragisch. So, und jetzt schauen wir, dass wir einfach diese Kante noch zubekommen. Etwas schwierig. Das passt soweit. Gefällt mir aber noch nicht ganz. Ich brauche noch ein bisschen Material. Vor allem das Gelb ist ziemlich verschwommen. Jetzt pass auf, machen das einfach nochmal. Ich muss aufpassen, ich muss die Handschuhe ausziehen. Da mir das sonst die ganzen Farben verklebt.
Ich klecke es jetzt einfach mal ein bisschen. Alkohol. So. Diese kreisrunden Punkte, ja, auch nicht schlecht, aber mir gefällt es nicht so. Wobei langsam. Ich denke mal, die Bearbeitungszeit war. Der ist zu stark. Der Alkohol brennt. Weil es irgendwie cool kommt. Ja gut. War ein Versuch. Da haben wir ein bisschen Kupfer noch drin. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie es getrocknet aussieht. Etwas chaotisch, aber von ersten Versuch. Ich denke mal, der Kammer, wenn es gut abtrocknet, durch den, muss ich auch sagen, durch den Alkohol, was ich rein habe. Ups, da hat es noch nicht so Punkte. Wir schauen. Ich zeige es euch dann getrocknet. Okay, ich zeige es euch am besten nochmal von daheim. Jetzt bin ich mal gespannt. So, Freunde, jetzt mal von daheim. Es gibt schon schöne Strukturen. Aber ist natürlich ausbaufähig, wie so blumenartig. Da kommt es ein bisschen dreckig rüber. Ja, mir ging es ja bloß darum, ob es funktioniert oder nicht, oder wie auch immer. Was man hier vielleicht sehen kann, wenn man es spiegeln sieht. Hier hat so ein paar. Ich glaube, da habe ich es halt zu heiß gemacht, so Bläschen. Okay, wir schauen, wenn es getrocknet ist. Dann bis gleich. So, Freunde, das Experiment mit den Alkohol-Inks ist jetzt auch schön getrocknet. Die Ränder sind gut abgegangen. Es sieht natürlich, ich sage jetzt mal, von weitem blumenhaft aus, schön. Das ist noch ausbaufähig, aber es hat eine schöne Schicht gegeben. Es funktioniert also mit Alkoholinks.
Und ich denke mal, mit Kreativität und Ideen kann man dann doch noch einiges machen. Ich denke, das passt. Ja, kein Meisterwerk. Wobei ich immer sage, von weitem her sieht es doch schön blumenartig aus. Es war, wie gesagt, nur zum Testen, wie es mit Alkohol funktioniert, mit den Alkohol-Inks. Aber man kann das mit dem Harz machen. Gut. Ja, dann war es das schon wieder. Ich hoffe, euch hat es was gebracht für neue Ideen, Inspirationen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, lasst ein Abo da und drückt auch die Glocke, dann bekommt ihr wirklich jedes Video von mir und verpasst nichts mehr, wenn ihr mir folgen möchtet. Also, dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss.